Hallo. Programm für Montag. Euer Warm-up besteht darin, dass ihr die einzelnen Stationen vorbereitet und pro Station mal um die 10 Wiederholungen macht. Workout wird dann sein, dass ihr ein Tabata macht. Das heißt, ihr geht auf Spotify oder YouTube oder was auch immer, guckt nach Tabata with Coach am besten. Dann findet ihr direkt Songs, wo euch die Musik das Ganze angibt und dann nochmal 3, 2, 1 Pause gesagt wird, 3, 2, 1 Go. Macht euch damit eine schöne Playlist mit mindestens 4 Stück am Stück. Das erste Tabata wird rein Seilspringen sein. Das heißt, ihr springt, wenn ihr könnt, Double Unders, 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Double Unders, 10 Sekunden Pause, bis die 4 Minuten voll sind. Wenn nicht, nutzt ihr die Zeit, um Double Unders zu üben. Manche von euch springen Single, Single, Double, Single, Single, Double oder ähnliches. Nutzt die 8x20 Sekunden, übt eure Double Unders. Wenn Seilspringen generell für euch schon schwierig ist, übt einfach nur Single Unders, ganz normales Seilspringen. Wenn ihr kein Seil daheim habt, dann macht ihr Penguin Jumps. Das heißt, ihr übt diesen reaktiven Sprung. Achtet wie immer darauf, dass eure Ferse kurz mit auf den Boden kommt. Und für den Rhythmus vom Double Under zweimal auf die Oberschenkelchen klatschen in der Luft. Das sind 4 Minuten fürs erste Tabata. Dann geht es direkt über ins nächste Tabata. Da macht ihr Swings. Wir wurden hin und wieder mal gefragt, was ihr daheim für Swings benutzen könnt. Manche haben sich Kettlebells ausgeliehen, das ist natürlich super praktisch, weil ihr einen Kettlebell-Swing gewohnt seid. Genau, machen wir kurz 2 Stück. Ganz normaler Kettlebell-Swing. Wer sich Dumbbells ausgeliehen hat, ihr könnt die Kettlebell-Swings auch mit Dumbbells machen. Schnappt euch einen Kopf, macht damit den Swing. Auch wenn mal American Swings drankommen, ihr könnt mit der Dumbbell bis über Kopf gehen, nur bitte schön festhalten. Yeah. Wer weder Dumbbell noch Kettlebell daheim hat, schnappt sich zum Beispiel einen Rucksack oder irgendeinen Sack, den er daheim rumliegen hat und macht damit genau das gleiche. Wenn es euch zu leicht ist, packt ein paar Bücher rein, packt ein paar Steine rein, damit es schwer genug wird. Das heißt auch hier wieder 20 Sekunden Swings, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Swings, 10 Sekunden Pause, bis die 4 Minuten Tabata rum sind. Nächstes Tabata sind Liegestützen. Das heißt, schöne saubere Position mit Körperspannung, Arme gestreckt, Brust zum Boden, Arme gestreckt, Brust zum Boden, Arme gestreckt und so weiter. Schaut, dass ihr keine Wellenbewegung oder sonstigen Späßchen reinmacht. Genau. Wenn es bei euch nicht RX geht, dann geht auf die Knie, haltet die gleiche schöne Körperspannung und bewegt euch durch die ganze Range of Motion. 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause, bis eure 4 Minuten Tabata rum sind. Das vierte Tabata wird sein, dass ihr Goblet Squats macht. Mittlerweile seid ihr schön warm. Schnappt euch irgendeine Art von unhandlichem Gewicht, Kettlebell, Dumbbell, Rucksack. Haltet das Gewicht, Goblet Rack Position und macht damit eure Goblet Squats. Schön sauber, kontrolliert runter. Wenn es geht, Hüftbeuge unterhalb vom Knie und schön den ganzen Fuß auf den Boden lassen. Bam! Sehr gut, das Tabata geht auch wieder 4 Minuten. Dann habt ihr insgesamt schon 16 Minuten Tabata gemacht. Das heißt, ihr habt euch 4 Minuten Pause verdient. Und weil das Ganze so schön war, macht ihr die ganzen 4 Tabatas nochmal hinterher. Das heißt, 16 Minuten Arbeit, 4 Minuten Pause, 16 Minuten Arbeit und ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes fertig für heute. Viel Spaß!